Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Horizons Box von Beyond the Black. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Horizons von Beyond the Black. Das Ganze am 19. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band. Wir werden die Folie mal abmachen, hier aufschneiden. Und dann schauen wir uns die Box mal an. So, Folie ist ab. Und wir haben hier eine recht kompakte Box. Also sie ist etwas klein und etwas flacher. Hier oben lesen wir Beyond the Black Limited Box Edition. Und dann hier den Albumtitel Horizons. Dann haben wir hier die Sängerin der Band, Jennifer Haben, in diversen Posen, also einmal hier stehend und dann einmal hier links und rechts, so mehr oder weniger im Profil, so seitlich, einmal in Rot und einmal hier in ja, Türkis, Blaugrün. Auf den Seiten hier in diesem dunklen Schwarz, ja, schwarz-dunkelblau sowas, oben Beyond the Black und auf der linken Seite auch nochmal Limited Box Edition Horizons. Auf der Rückseite haben wir zum einen mal die Tracklist und zwar haben wir hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl mit zwei Features dabei. Dann haben wir Disc 2, komplettes Album mit Instrumentalversionen und dann haben wir hier noch einmal den Boxinhalt visualisiert. Also das alles gibt es hier in der Box drinnen, ist auch hier dann nochmal aufgelistet. Exklusives 2-CD Digipack inklusive Horizons als Originalalbum plus Instrumentalversionen. Beyond the Black Flaschenöffner, Beyond the Black Plektron Schlüsselanhänger, exklusiver Teil des ersten Beyond the Black Bühnenbanners, nummeriert und handsigniert von der Band. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. So, dann schauen wir mal rein. So sieht das hier innen aus. Also wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir diesen Anhänger hier, diesen Karabiner mit dem Plektron-Anhänger, den Flaschenöffner, das Stück Bühnenbanner, das kommt hier tatsächlich in einem Bilderrahmen. Okay. Und ansonsten haben wir nichts weiter drin, die Box von innen in weiß. Packen wir mal zur Seite. So, und diverse Sachen, die sind ja hier noch in der Folie. Einmal hier dieser Anhänger. Sowie auch der Flaschenöffner. Jetzt schneiden wir hier mal ein. So. Und dann haben wir natürlich das Album an sich. Das kommt hier in einem Digipack. Schneiden wir auch mal ein. Und dann schauen wir mal. So. Wunderbar. Also, das ist das Album. Kommt hier, wie gesagt, im Digipack. Das vierte Album der Band. Das Cover kennen wir schon von der Box. So sieht das auf der Seite aus. Also Interpret, Albumtitel und dann Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir wieder die Tracklist. 13 Tracks, 2 Features, Disc 2, die Instrumentals. Okay, wir haben hier scheinbar keinen Barcode, bedeutet diese Variante, gehe ich mal davon aus, ist wirklich nur in der Box zu haben hier, dieses Digipack. So, als erstes haben wir hier links einmal eine Stecktasche mit Booklet. Das schauen wir uns jetzt mal an, ist recht dick. Und wie zu erwarten, haben wir hier die Lyrics mit dabei. Bedeutet, auf jeder Seite sind die Lyrics hier erfasst. Wunderbar. Also Wort für Wort hier abgedruckt. Die Einzelbandmitglieder hier dann auch noch in dieser Rot-Türkis-Optik, so wie auch die Sängerin auf dem Cover. Dann hier alle mal zusammen. Weitere Lyrics. Sehr schön. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch eine sehr umfangreiche Danksagung.
Und natürlich auch die Credits zu den einzelnen Tracks und natürlich auch die Album-Credits. So, zum Abschluss gibt es dann noch hier die Infos. Alle 5 Bandmitglieder hier mit Namen und Funktion erwähnt. Packen wir das Booklet wieder zurück und schauen weiter. Beyond the Black. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also dieses rote Element, das hatten wir auch schon genau hier oben auf dem Cover. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Album-CD mittig. So sieht die aus. Auch hier wieder mit diesem roten Element. Sieht so aus wie irgendwie ein rotes Licht, das hier so auf Pflastersteine oder ja, eventuell. Sieht aus wie so eine Kanalisation. Also als wäre das hier so das Ende des Tunnels und da strahlt rotes Licht hier in diesen röhrenförmigen Tunnel rein. Und auf der rechten Seite in der zweiten Stecktasche haben wir dann nicht das Booklet, sondern entsprechend die Instrumentals zum Album. Die kommen hier in Schwarz und Türkis. Gut, das war's zum Album und zu den Instrumentals. Also 13 Tracks plus Instrumentals. Dann haben wir mit dabei einen Flaschenöffner. Der kommt hier in Gitarrenoptik. Also sieht so aus wie so eine E-Gitarre. Und hier eben am Korpus ausgelassen, um entsprechend hier dann Flaschen zu öffnen. Und das Ganze ist hier dann auch noch gelabelt. Also hier lesen wir Beyond the Black. Hochglanzoptik, ziemlich dick, also ziemlich stabil. So, dann haben wir einen Schlüsselanhänger. Das ist ein Plektron, auch hier wieder gebrandet mit BTB. Der ansonsten hier in Schwarz und Rot. Und ansonsten dieser Anhänger hier an dieser silbernen kurzen Kette und hier oben dann mit Karabiner. Also kann man sich entweder direkt irgendwie an die Hose oder so machen oder eben entsprechend an einen Schlüsselbund. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier einen Rahmen, einen Bilderrahmen. Der kommt hier in so einer Holzoptik, also sieht so aus wie so ein graues, grau-weißes Holz rundum. Auf der Rückseite in Braun. Hier lesen wir dann auch noch Hama GmbH, also eine deutsche Firma aus Monheim, die hier scheinbar diese Bilderrahmen herstellt. Und von vorne das Ganze natürlich mit einer Scheibe hier versehen. Und in der Mitte haben wir dann diesen Teil des Bühnenbanners. Meiner ist in diesem Fall die Nummer 451, also das ist eben limitiert, signiert und auch nummeriert. Und wir haben hier dann tatsächlich, hier unten, man kann es leider schwer lesen, unten links ist noch eine, 5 Unterschriften gesamt. Also alle 5 Bandmitglieder haben hier unterschrieben. Jennifer, Stefan, Chris, Tobias und Kai. Alle 5 Unterschriften hier mit drauf, plus eben hier oben die Nummerierung. Ja, das kann man natürlich dann auch entsprechend auswechseln. Also man kann hier hinten das Ganze dann mit diesen Metallteilen hier natürlich aufdrehen, dann das Ganze hier aufmachen und wenn man möchte auch austauschen. Also man muss jetzt nicht das hier drin lassen, man kann das natürlich dann auch austauschen. Was ich etwas merkwürdig finde, ist, dass der hier so im Hochformat kommt, also rein so von diesem Fuß. Und wenn man es im Querformat, könnte man es natürlich auch hinstellen, aber dann ist es genau auf dem Kopf stehend. Also rein so von der Optik, wie das Ganze hier nummeriert und signiert wurde, würde man es ja dann so aufstellen. Aber der Fuß ist genau entgegengesetzt montiert. Also wenn man es wirklich verwenden möchte, dann könnte man das hier hinten noch umdrehen auf die richtige Seite und dann so aufstellen. Ja, weil so und so macht in meinen Augen jetzt nicht wirklich so viel Sinn. Naja gut, ist ja nicht so schlimm, kann man ja jederzeit austauschen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Bilderrahmen inklusive dieses Stück Bühnenbanners mit allen Unterschriften. Dann haben wir hier diesen Anhänger mit dem Plektron. Den Schlüssel, nicht den Schlüsselanhänger, nein, den Flaschenöffner, ebenfalls hier mit Beyond the Black beschriftet. Und natürlich das Album an sich, Horizons, im Digipack mit insgesamt 13 Tracks und 2 Features und zusätzlich noch der Instrumental-CD. Jawohl, das alles.
in dieser wunderbaren Box Horizons von Beyond the Black. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beyond the Black unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.